tragen. Mir ist langweilig und ich stampfe schimpfend über Deck. Große Hairudel tummeln sich Steuerbord. Es jagen wir einmal den großen Hering, die großen Heringsschwärme. Möge Gott verhüten, dass ich jemals in solche Gesellschaft über Bord gehe. Havarie des Schiffes entdeckt. Halte darauf zu. Es war alles zerstört. Keine Seele an Bord. Die Blenden schienen aufgerissen worden zu sein. Ob die Piraten dahinter stecken? Schnell davon. Endlich. Der Hafen Bristol liegt vor mir. Hoffentlich machen diese Bürokraten... Schluten strecken. Kein Ärger während der abgelaufenen Erlaubnis. Du findest einen Hut. Was? Er hat die ganze Zeit einen Ersatzhut im Schrank. Und ich jetzt mit die Hacken ab. Ja, kann ich den ausrüsten? Nö. Na gut. Aber stimmt irgendwie im Tag. Nö. Na gut. Mal weiter untersuchen. Hier liegt ein kleines, schartiges Messer. Okay. Messer. Klein, schartig und wenig gefährlich. Kann ich das ausrüsten? Nö. Aber ein Säbel. Naja. Das Schiff der verfluchten Seelen. Möchtest du das Buch lesen? Ja. Und Gott strafte den hochmütigen Seemann für seine lästerlichen Worte. Fortan waren er und seine Mannschaft an das verfluchte Schiff gebunden. Ruhelos streiften sie seither die Meere und sinnen auf Vergeltung an den Lebenden, denen sie das Glück und die Zuversicht einer durch keinen Fluch beladenen Zukunft neiden. Hüte dich, Seemann, vor diesem Schiff. Okay, habe ich schon. Was ist denn doppelt geklickt? Puh. Bett. Mhm. Die Seekiste ist natürlich fest verschlossen. Na klar. So, gehen wir mal raus. Ja. Zurück an Deck. Wollen wir mal mit dir reden? Na Junge, was gibt es denn? Ich brauche Hilfe, Herr. Die Sache ist so. Flux ist alles erzählt. Und da der Kapitän sein Blutgeheimnis gewahrt wissen möchte, erklärt er sich als Bürger bereit. Tja, dann hat ja alles in... Tja, dann hat ja alles in Ordnung, würde ich meinen. Wenn Sie hier unterschreiben, Herr Doktor. Schwungvoll. Und Sie hier, Kapitän. Die Formalitäten sind erledigt. Krone und Parlament können wieder einmal zufrieden sein. Vielen Dank, Kapitän. Sie haben uns sehr geholfen. Danken Sie lieber einen Windstoß und einem kleinen Jungen, der ein Geheimnis waren half. Und es soll euer Geheimnis bleiben. Ahoi! Dann auf! Wir haben ein Schiff zu suchen, das uns als Ziel unserer Wünsche trägt. Hoffentlich ist uns niemand zuvor gekommen. Solange niemand plaudert, ist der, du weißt schon, sicher. Der Squire! Nichts wie ein Haus und der Schwester verwahrt. Ach so. Nach dir, Freund Jim, du hast die flinkeren Beine. Na gut. Livesey, wo sind Sie? Hallo. Es geht um den Schatz. Ach, nein. Livesey, es macht mir die Suche nach ihm keinen Spaß mehr. Ich will Ihnen doch vom Schatz erzählen. So geben Sie doch Ruhe, um Himmels Willen. Ach, dort stecken Sie, Livesey. Stellen Sie sich vor, ich habe ein Schiff gefunden, das groß genug ist, den Schatz zu transportieren. Bravo, Squire. Nun hat es auch der größte erste Begriff, wonach wir auf der Suche sind. Schockshit. Sie meinen, unser Geheimnis sei verraten. Hat Hawkins etwas geplaudert? Ob Jim geplaudert hat? Ha! Das ist doch der Gipfel. Wenn nicht, lassen wir das.
Dieses Thema ist einfach nur ermüdend. Jetzt kommen sie. Sie sollen unser stolzes Schiff sehen. Die Hispaniola. Hispaniola, keine Ahnung. Ein Prachtschiff, nicht? Weil ich nur Hände drauf habe. Ich muss sagen, sie haben da tatsächlich ein glückliches Händchen bewiesen. Und diesem Schiff sollte die Fahrt zur Insel ein Kinderspiel sein. Und was ist mit der Besatzung? Da kommt ja schon unser wackerer Kapitän. Ich grüße den Schiffsherrn und seine Begleitung. Ahoi, wie man bei ihm zu sagen pflegt. Es ist nicht ein prächtiger Tag und wieder Wind. Ich möchte gern gleich zur Sache kommen. Was haben Sie denn, Sie kurz angebundener Mensch? Na, nun nehme heraus mit der Sprache. Ich kann die Stimme irgendwie differenzieren. Es ist im ganzen Hafen herum. Jeder Teekratzer weiß, dass sie auf Schatzsuche sind gehen. Still doch, Mann, dieses Geheimnis. Geheimnis? Was wollen Sie, welche Elemente nun auf diesem Schiff anzuheuern wünschen? So. Glücksjäger, wieder borstige Tag, soll mal, wenn wir Glück haben. Wie soll man dann noch eine ehrbare Mannschaft an Bord nehmen können? Die Sache ist doch schwärz genug. Wir wussten, dass Schwierigkeiten warten, aber mit ihrer Hilfe, Kapitän, werden wir ihrer Herr. Mit diesem Dickschädel ärgerlichsten Zuschnitt, er soll ja lernen, wer hier der Schiffsherr ist. Trelawney, halt die Klappe. Wir haben es sich zwar gefunden. Erinnerst du dich noch, dass ich dir aufgetragen hatte, einen Koch zu suchen, Jim? Ich versuche, die beiden Dickköpfe zu beruhigen, während du einen Smoothie besorgst. Aber gut, hörst du? Einer muss sich auch um das Wesentliche kümmern. Na gut, du kannst was trinken. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Schatzinsel gehen wird. Okay. Goldtaler! Schon Silber. Ah, komm her, Captain Flint. Was kriegst du da? Goldtaler! Der Papagei spricht. Sprechen! Ha! Er funkelt noch weniger Verstand als ein verfluchter Pirat. Sie haben jetzt was gegen Piraten? Das wohl, Junge. Ich habe schon dieses Nathan-Gesicht. Aber welcher ehrbare Seemann tut das nicht? Ein sonderbarer Vogel. Du musst wirklich keine Angst vor Kapitän Flint haben. Ich habe doch keine Angst vor Ihrem Papagei, Herr. Es ist Wochen her, seit ihr jemanden die Augen ausgekratzt hat. Oh. Auf Wiedersehen. Du scheinst es ja eilig zu haben, aber das dachte ich gleich, als ich dich sah. Der Junge sieht eifrig und pflichtbewusst aus. Ganz so, wie ein aufgeweckter Bursche auch sein sollte. Oh, danke. Squire Trelawney sagte etwas nie. Wachwitz. Warum nicht, Jim? Der Kerl ist ein Lump. Richer Verrat auf Seemann gegen den Wind. Was war denn das? Immer mit der Ruhe, mein guter Junge. Kannte alter John Silver vielleicht behilflich sein? Kennen Sie denn einen guten Koch? Aber nicht so einen Essenspuncher, wissen Sie, sondern einen richtigen. Ein Koch? Ich kenne den Koch. Arra. Wie ist es? Wo finde ich ihn? Oh, bitte helfen Sie mir, Herr. Ich bin es selbst, Junge. Und meine Küchenkünste genügend selbst den Ansprüchen eines Admirals. Lecker! Ja, hörst du das, tapferer kleiner Mann? Ich hätte doch kein Papagei widersprechen. Ich sage gleich Dr. Lefisay Bescheid. Kommen Sie! Ein Moment, Herr Hastig. Ich möchte müssen mich noch beim Wirt auflösen. Okay. Dieser Kapitän Small ist eine Zumutung. Er glaubt wohl, dass ich einen Trelawney von Sachverstand beeindrucken ließe. Ha! Small hat doch nur ein klein wenig ihre Theorie gerade gerückt, Squire. Was versteht diese Esel schon von Unterwassermasten? Nun vermutlich noch weniger als die, Squire.
so ist's.